Hallo, schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Heute gibt es meine Want-to-Read-Sommerliste, also meine Leseliste für den Sommer, Bücher, die ich gerne auf jeden Fall im Sommer lesen möchte. Ja, schon wieder ein Video mit Büchern, die ich auf jeden Fall dieses Jahr noch lesen möchte. Ich mache es einfach total gerne, weil ich einfach so Lust habe auf diese ganzen Bücher und irgendwie diese Videos zu drehen, motivieren mich dann auch immer total, Bücher zu lesen. Und ich bekomme dann auch immer bei diesem Vorstellen der Bücher bekomme ich dann auch immer dann total Lust darauf, die Bücher zu lesen. Ich würde am liebsten immer direkt danach alle Bücher am liebsten gleichzeitig sofort anfangen zu lesen, aber ich glaube, wenn ich irgendwie 6 oder 7 Bücher gleichzeitig lese, dann komme ich auf jeden Fall durcheinander mit den ganzen Handlungen. Im Sommer habe ich meistens Lust irgendwie auf so locker leichte Liebesgeschichten oder so. Aber ich weiß ja nicht von Anfang an bei einem Buch irgendwie, ob es ja eine super leichte Geschichte zu lesen ist oder ob es dann letztendlich sich doch irgendwie als eine Geschichte rausstellt, die vielleicht, sage ich jetzt mal, so ein bisschen schwieriger ist zu lesen. Also ja, ich sage jetzt mal so, also bei mir persönlich ist das zum Beispiel so bei High Fantasy, da muss ich halt sehr viel aufpassen und ja, da muss ich halt, wie gesagt, sehr aufpassen beim Lesen, dass ich irgendwas, ja, auf jeden Fall nicht verpasse, dass ich mir viele Sachen auch merke, die dann vielleicht so wichtig sind für den Verlauf der Geschichte. Ihr wisst bestimmt, wie ich das meine. Mir fällt jetzt gerade aber leider kein Beispiel irgendwie von einem Buch ein. Ich finde das ja auch gar nicht schlimm, wenn Bücher schwieriger sind zu lesen. Aber im Sommer so habe ich halt eher so Lust auf sowas locker leichtes. Ich habe mir jetzt ein paar Bücher rausgesucht. Ich habe keinen Plan, ob das locker leichte Geschichten sind. Ich weiß es nicht. Aber das sind so die Bücher, die mich gerade so angelacht haben in meinem Bücherregal, als ich mir mein Bücherregal angeschaut habe und mir so überlegt habe, worauf ich diesen Sommer so Lust haben werde zu lesen. Also wie gesagt, keine Ahnung, ob das locker leichte Geschichten sind, aber stellt euch jetzt auf jeden Fall vor. Ich habe diese Bücher auf jeden Fall vor, jetzt im Sommer zu lesen. Und das erste Buch ist sogar erst vor kurzem bei mir eingezogen, nämlich A History of Us von John DeLuca. Da bin ich sehr gespannt drauf und ich hoffe, dass das ja eine ganz, ganz tolle Wohlfühlgeschichte wird, weil ich finde, dass der Klappentext sich richtig cool anhört. Es geht dort nämlich um Emily und Emily hat sich überreden lassen, bei einem Mittelalter-Festival mitzuarbeiten. Und wie cool hört sich das bitte an, ein Mittelalter-Festival? Ich finde, das hört sich irgendwie nach einer richtig coolen Geschichte an und sowas habe ich bisher, glaube ich, auch noch nie so gelesen. Auf jeden Fall gibt es dann dort auch Simon, das ist nämlich der Organisator des Festivals und der ist halt eher so eine Spaßbremse. Auf jeden Fall ja, bekommt sie auf einmal plötzlich ganz weiche Knie, als er mit ihr flirtet. Und genau, ja, finde ich auf jeden Fall richtig cool an. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass das eine ganz, ganz tolle Geschichte wird. Und wie gesagt, ich finde es halt irgendwie total cool, die Vorstellung, dass das Buch halt auf einem Mittelalter-Festival spielt. Irgendwie stelle ich mir das ja richtig, richtig cool vor. Ich war selber aber noch nie auf einem Mittelalter-Festival. Jetzt gerade ist das ja sowieso schwierig. Jetzt gerade gibt es keine Mittelalter-Festivals. Aber ich stelle mir das irgendwie richtig cool vor, so ein Mittelalter-Festival. Auch wenn ich, ja, mich gar nicht so bisher mit so einem Mittelalter irgendwie auseinandergesetzt habe oder so. Also ich gucke jetzt auch irgendwie nicht so Filme oder so, die Mittelalter spielen eigentlich. Außer Game of Thrones, aber Game of Thrones war nicht im Mittelalter. Ich weiß nicht, wo man Game of Thrones gespielt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich, ja, sehr gespannt auf dieses Buch. Dann bin ich noch gespannt auf Water Rising. Das ist jetzt, ja, so eine Dystopie, glaube ich, ist das ja, von London Shay. Und zwar geht es da um Layla und Layla lebt halt in London und London steht komplett unter Wasser. Also ich glaube sogar, dass die ganze Welt komplett unter Wasser steht. Oder ist es in London? Nein, ich glaube, es ist doch nur London. Im versunkenen London. Nein, es steht doch die ganze Welt unter Wasser. Auf jeden Fall ist das halt nach einer Naturkatastrophe so gewesen. Und Layla, ja, ist halt so, dass sie ihren Vater befreien möchte, weil der wurde halt festgenommen. Und dann stellt sich halt ihr die britische Regierung in den Weg und sie versucht dann ja mit allen Mitteln, will halt diese britische Regierung verhindern, dass Layla eine dunkle Verschwörung aufdeckt. Hört sich krass an, vor allem finde ich irgendwie diesen Aspekt, der hört sich so spannend an, dass es halt in London spielt, aber dass halt die ganze Welt so versunken ist nach einer Naturkatastrophe. Ich finde, das hört sich irgendwie sehr, sehr spannend an und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass mich das Buch fesseln wird. Ich bin gerade überlegen, ob es da überhaupt, ob es da ein zweiter Teil von geben wird. Doch, es ist eine Dilogie. Hier steht hinten drauf, das ist der Auftakt einer hochspannenden Climate-Fantasy-Dilogie. Also ja, hört sich spannend an. Bin gespannt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr ja das Buch schon gelesen habt. Wie gesagt, ich lese ja so gerne zwischendurch Dystopien. Genauso wie Urban Fantasy oder so. So Urban Fantasy und Dystopien sind ja so, ich sag mal, meine Favorite Genres.
Ich weiß immer noch nicht die Mehrzahl von Genre. Ja, auf jeden Fall sind das so meine liebsten Genres. Dann möchte ich noch Kiss Me Once von Stella Tuck lesen. Das Buch habe ich jetzt euch auch schon öfters gezeigt. In dem Buch geht es nämlich um Ivy, die auf ein College geht. Und dort hat sie dann einen, ja nicht Mitbewohner, einer, der so in ihrem Wohnheim in der Nähe wohnt. Genau, es ist halt direkt einer, der im Wohnheim neben ihr das Zimmer hat. Und der heißt Ryan. Und die lernen sich kennen. Aber was Ivy nämlich nicht weiß, ist, dass Ryan ihr Secret Bodyguard ist. Hört sich sehr, sehr spannend an, finde ich. Ich habe bisher noch nichts von Stella Tuck gelesen. Aber als ich das Buch euch das letzte Mal in die Kamera gehalten habe, habe ich ein paar Kommentare gelesen, dass sie wohl einen auch sehr, wie heißt das nochmal, humorvollen Schreibstil hat. Genau. Also bin ich gespannt, ob ich bei dem Buch auch lachen werde. Mal gucken. Ich bin gespannt und werde euch dann auf jeden Fall berichten, wenn ich das Buch dann gelesen habe. Dann möchte ich als nächstes Everything You Are lesen von Summer Green. Das Buch ist ja so seit 2 Monaten oder so ungefähr auf meinem Stapel ungelesener Bücher und ich habe es bisher noch nicht geschafft, das Buch zu lesen. Aber ja, ich bin da sehr gespannt drauf, denn es hört sich auf jeden Fall interessant an, denn es geht um Emma, die aufs College geht und dort lernt sie dann auf dem Campus einen Typen kennen. Und ja, der ist wohl ganz interessant. Aber womit Emma halt nicht gerechnet hat, ist, dass sie auf einmal eine Pistole in seinem Auto findet. Ich finde dieser letzte, also ich muss ehrlich sagen, dieser letzte Satz von dem Buch hat es dann quasi dazu gebracht, dass ich das Buch kaufe, weil ich direkt beim Lesen vom Klappentext mir direkt gedacht habe, okay, ich möchte unbedingt wissen, was es mit dieser Pistole auf sich hat und ja, was es da wohl so für eine Erklärung geben wird, dass der eine Pistole in seinem Auto hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Buch und finde das Cover so wunderschön. Das habe ich euch auch beim letzten Mal gesagt, als ich euch das Buch gezeigt habe. Ich finde, das Cover ist so schlicht, aber irgendwie finde ich das richtig schön. Ja, dann möchte ich als nächstes When We Dream lesen von Anne Petzold. Das ist ja der erste Teil einer Trilogie, die ich finde sehr spannend klingt. Und ich habe einfach schon so viel Gutes von dieser Trilogie gehört. So, so, so viel Gutes. Und ich habe alle drei Bücher sogar schon hier, da oben, da stehen sie. Auf jeden Fall geht es in den Büchern um Ella und die zieht halt nach Chicago mit ihrer Schwester nach dem Tod ihrer Eltern. Und dort lernt sie dann, wie heißt er denn nochmal, Jae Young kennen. Genau, und der ist ein Mitglied einer der bekanntesten K-Pop-Gruppe der Welt. Und um die zwei geht es wohl in den Büchern. Und ich bin so gespannt. Und ich lese ja Trilogien bzw. halt Reihen total gerne, weil man dann immer so eine Entwicklung irgendwie in den Charakteren sieht. Und ich ja, bin dann gespannt, ob mir das dann hier so auch irgendwie auffällt, wie dann wohl Ella so beim ersten Teil ist und wie Ella dann beim dritten Teil dann ist. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Bücher. Ich freue mich so sehr darauf. Ich hoffe wirklich, dass die mich genauso begeistern werden, wie sie so viele von euch begeistert haben, weil, ja, das hat sich einfach immer so toll angehört, wenn ihr von den Büchern so geschwärmt habt. Und deswegen bin ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gespannt auf diese Bücher und ich freue mich wirklich schon richtig darauf, die zu lesen. Also ich glaube, das sind wirklich so, also das ist wirklich so das Buch, was ich so zu 100% vorhabe, jetzt im Sommer zu lesen, so zu 100% vorhabe. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, dann werde euch dann auf jeden Fall berichten. Und dann kommen wir schon zum vorletzten Buch und zwar ist das Wait for You von Jay Lynn. Jay Lynn ist ja Jennifer Armstrong, die schreibt halt hier bei den New Adult Büchern sind das, glaube ich. Ja, unter dem Namen Jay Lynn. Ich habe noch gar kein New Adult Buch von ihr gelesen, deswegen bin ich super, also New Adult Romance, deswegen bin ich super, super gespannt drauf. Ich hoffe, es ist überhaupt ein New Adult Romance. Ich glaube schon. Auf jeden Fall geht es um Avery, die von Texas nach West Virginia zieht und dort aufs College geht. Und dann geht es noch um den unverschämt charmanten Cameron Hamilton. Genau, um die geht es wohl. Und die sind halt beide am College. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie dann von ihr diese Bücher hier sein werden, weil die anderen Bücher, die ich ja bisher schon von Jennifer Armstrong gelesen habe, fand ich alle wahnsinnig toll und ja, richtig, richtig toll. Und deswegen bin ich dann sehr gespannt auf dieses Buch hier. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Buch von dieser Leseliste. Und zwar ist das, ja, der erste Teil von der Royal-Reihe. Ich weiß, die Bücher bzw. die Reihe habe ich euch jetzt schon öfters bei Leselisten-Videos gezeigt, aber ich habe halt einfach total vor, die Reihe im Sommer diesen Jahres zu lesen. Das sind ja insgesamt 6 Teile und ich habe halt den Schuber davon und in jedem
Buch von dem Schubert, also der Schubert hat halt drei Bücher und in jedem Buch von diesen drei Büchern sind halt zwei Teile drin. Genau. Und das ist halt hier das erste Buch, also mit den ersten zwei Teilen insgesamt. Ich bin auf jeden Fall da sehr gespannt drauf, weil mir das so oft halt, ja, empfohlen wurde, als ich erzählt habe, dass ich Selection total mochte und irgendwie, wenn Bücher, welche Bücher ihr mir empfehlen könnt, die so ähnlich sind wie Selection, da wurde mir das so oft empfohlen. Und in den Büchern geht es um Viterra und Viterra ist ein Königreich, was unter einer Glaskuppel ist. Und alle paar Jahrzehnte gibt es dort eine prunkvolle Fernsehshow. Auf jeden Fall macht da auch die 17-jährige Tatjana mit und die ist dann so mit anderen Mädchen dort und dann gibt es da nämlich noch vier Männer, genau, und davon ist nur einer der wahre Prinz, genau, und darum geht's halt. Ich finde, das klingt halt echt spannend und richtig interessant auch und ich denke mal, ich kann dann auf jeden Fall vielleicht auch so mitraten, wer wohl der Prinz ist. Ich finde sowas dann immer richtig cool, wenn ich irgendwie dann so mitraten kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und werde euch dann auf jeden Fall berichten, wie es mir dann gefallen hat. Ich freue mich da richtig drauf. Ich hoffe, ja, dass mich das genauso begeistern wird und genauso fesseln wird, wie das Selection getan hat. Genau, auf jeden Fall waren das jetzt die Bücher, die ich vorhabe, diesen Sommer zu lesen. Ich freue mich auf jedes einzelne Buch davon. Ich bin auf jedes einzelne Buch davon gespannt. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon ja eins von den Büchern gelesen habt und wie euch das dann gefallen hat. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mir noch nicht folgt. Folgt mir sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen werden. Bis dann!